Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Osten bleibt hart, der Osten rollt, der Osten ist weiterhin Macht, auch auf YouTube. Und deswegen haben wir uns natürlich hier mal wieder vereint mit Dresdens Finest, würde ich sagen, ja, Atlas in Review. Denn der junge Mann hat heute wieder mal eine Mediamarkt Mystery Box zu öffnen und das Ganze diesmal für einen etwas schmaleren Taler. Denn während die ein oder andere Media Mystery Markt Box teilweise ja bis in Richtung 1000 Euro gekostet hat, kostet das Ding jetzt hier 59 Euro. Das geht eigentlich, ja? Das geht wirklich. Ich bin gespannt. Chat, was glaubt ihr, wie viele Weihnachtslichterketten werden hier drin sein? Geh von meinem Rücken runter, du Fan. 27 werden wahrscheinlich drin sein an der Zahl. Vielleicht noch eine halbleere Druckerpatrone. Wir gucken auf jeden Fall mal rein und werden es direkt erfahren hier. Let's go. Seid gegrüßt und willkommen zu meinem neuen Video. Heute dem Unboxing einer Mediamarkt. Aber das ist ja nicht meine Box diesmal, ja? Das ist ja nur Klarsichtfolie um ein bisschen Ramsch drumrum. Alter. Überraschungsbox für nur 59 Euro. Und das steht hier, dass sie nur 59 Euro kostet. Naja, ist ja immer noch ein bisschen Geld, was hier investiert wurde. Kann ja auch viel Murks drin sein. Naja. Darauf würde ich eine sehr, sehr große Summe an Geld wetten, dass hier sehr viel Murks drin ist. Im Umtausch ausgeschlossen, kann geöffnete Waren tragen. Okay. UVP 105,95 Euro. Mhm. Und das kriegen wir für nur. Und wie immer natürlich vom Umtausch ausgeschlossen, ne, kann geöffnete Ware beinhalten. Herrlich, kann geöffnete, runtergefallene, verbeulte Ware beinhalten. 59, da bin ich ja mal gespannt, was drin ist. Die haben sehr interessante Verpackung. Es wäre lustig, wenn es einfach mal so eine Deutschrap-Box ist, ja. Einfach hier Sony Black 2. Einfach viermal Sony Black 2, stark. Mediamarkt im Elbepark in Dresden, noch viele andere, also wenn ihr interessiert seid. Könnt euch dort. Ich arbeite aber nicht mit ihnen zusammen, habe die selber bezahlt zu 100% und. Guck mal hier. Ja. Und ihr habt demnächst noch eine für 145 Euro. Also. Das ist wahrscheinlich genau das gleiche drin. Ja, es hat ja auch die gleiche Größe, gleiche Verpackung und so weiter. Die haben da einfach nur ausgelost. Was schreiben die da für Preise drauf? Dranbleiben hier auf dem Kanal. Lohnt sich immer. Aber wenn ihr das sehen wollt, dann ja. In ein paar Wochen bestimmt. Die nächste direkt. So. Was soll ich sagen? Ich hoffe, der holt mit den Videos die Kosten wieder rein. Na, aber selbstverständlich, Bruder. Die laufen gut hier. Die laufen gut. Und das zu Recht natürlich. Danke, Gates. Alpha Massaker 5, danke für den Tier 1. Was geht ab? So, kauft mehr Fund Angels Messer und Merch und Mode. Ja, ich hoffe natürlich immer noch, dass Artasen das irgendwie hinkriegt, mir so einen Fund Angels Trainingsanzug zu schicken, weil der sieht echt geil aus, Alter. Den würde ich auch mit Stolz hier in Amerika tragen. Und, ja, könnt ihr euch mies. Größe ist natürlich S. Schnauze-Chat. So, ja. Das ist ein Schmuckstück. Damit öffnen wir jetzt dieses wunderschöne. Naja, schön ist eigentlich nicht. Damit öffnen wir jedenfalls dieses Paket. So. Geil. Pass auf, nicht, dass du die Lichterkette durchschneidest, Bruder. Ecki Marschen, danke für den Subgift, was geht ab? Das ist eigentlich. Die haben so eine Frischhaltefolie drum gewickelt, aber wirklich, man darf hier auf keinen Fall reingucken. Die haben sich wirklich Mühe gegeben. Naja. So. Das ist einfach ein Kindersitz. Das ist so ein Booster ist das, Alter. 59 Euro, ich bin gespannt. Ich hoffe nicht so viele DVDs, Lichterketten und irgendwelche. DVDs wäre ja noch nicht schlecht. Ne? Für 59 Euro müssen wir überlegen. So. Hast du 4, 5 DVDs drin, ist das eigentlich schon wieder fast okay. Ja? Seppi, danke für deine Prime. Kacke, die kein Mensch braucht. Sondern wenigstens ein paar coole Gimmicks, irgendwelche Adapter. Du kannst dir aber mit den ganzen Lichterketten, könntest du doch mal ein schönes Streamingzimmer machen, ja? Da kannst du so aufhängen hier im Hintergrund und alles nochmal ganz versuchen, da vielleicht noch irgendwie Max, ja, so als mit Lichterkette, Buchstaben, dir da so süß herzurichten. Ich glaube, deine Community würde das feiern, ja? Du musst auch mal mit den Sachen, die dir, ja, danke, Gates. Das Leben, das Schicksal so vor die Füße schmeißt, musst du auch mal lernen zu arbeiten, Bruder, ja? So einfach ist es. Bluna, danke für dein Tier 1. Speicherkarten. Was so nervig ist, sind Handyhüllen zum Beispiel, Tablethüllen. Das ist halt so Mist. Okay, Samsung. Das heißt, sind dann lediglich Samsung-Artikel da drin, weil es hier so ein Waschbeutel von Samsung ist? So spezifisch ist, den kann man am Ende nie gebrauchen. Das ist halt einfach, ja, nicht so geil. Samsung. Okay.
So, bevor wir hier den ersten Artikel sehen, ja, ich kriege hier fast schon wieder die Krise, muss ich mich natürlich erstmal wieder sehr, sehr geil pimpen hier mit dem supergeilen Holy Energy Drink, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und da machen wir heute natürlich den Löwen hier, ja, der Manuelsen unter den Energy Drinks hier. Lions Lemonade von Holy So, das mix mal kurz hier mit ein paar Eiswürfel zusammen und mit ein bisschen Wasser. Ihr wisst doch, wie das immer mittlerweile abläuft hier. Kinderleicht, vegan, zuckerfrei, kalorienarm und trotzdem unfassbar erfrischend und aufweckend und kräftestärkend. Das kurz gemixt hier. Yeah. Smacks, danke für den Prime. Oh yeah. Oh, herrlich. Link in der Beschreibung, natürlich. California 5 ist der Code, wenn ihr mich supporten wollt. Probiert das Ganze gerne mal. Gibt's unfassbare Rabatte mit dem Code California 5 für Erstbesteller. Und ja, wer da nicht zuschlägt, ist selber schuld. Ja, dass ich nicht mich selbst spoilere, so, lässt er dann nacheinander raus, weil... Ist das da jetzt rausgekommen hier, das Sparschwein oder was? Nee. Das ist doch ein Werbegeschenk, Alter. Ach du... Du meine Güte. Das geht ja schon wieder gut los hier, ja? Ein Sparschwein, Alter. Aus Plastik. Ja, dass ich nicht mich selbst spoilere, so. Es steht da drauf, Mediamarkt oder sowas, ne? Lässt er dann nacheinander raus, weil... Freund, da steht Samsung! Was hast du? Hä? Eine Tüte, das habe ich auch teilweise zerschnitten. Na egal. Was ist das? Ein Schwein. Sau viel sparen. Das ist ein Werbegeschenk von Mediamarkt, Alter! Was? Ey, als ob das da irgendwo mal stand und was gekostet hat. Das ist ein Werbegeschenk. Das ist wie wenn jetzt da ein Kugelschreiber drin ist von Mediamarkt. Ey, ist das assi, ja? Ey, wenn, gerade wenn du denkst, diese Mystery-Boxen, die können nicht noch schlimmer werden. Boah. Junge, Junge. Ein Mediamarkt-Sparschwein. Was denken die sich diese Leute eigentlich immer, die diese Mystery-Boxen packen? Ich glaube, bei denen ist es so, dass die Wahrscheinlichkeit noch höher ist, dass die in die Hölle kommen, als bei Politessen. Also auf jeden Fall... Baba, Bro, was ist denn das? Alter, was hat denn das mit Mediamarkt zu tun? Mit Technik, mit Elektronik? Das ist jetzt irgendein Kuscheltier. Hat er das nicht schon mal drin gehabt? Das hat er doch schon mal drin gehabt. In irgendeiner anderen Box. So einen silbernen Hasen hier. Pokémon. Ach. Ja, ne, das war doch schon mal drin. Oder so ähnlich zumindest. Das ist ein Pokémon. Ein Pokémon-Plüsch. Figur. Wer gibt denn dafür 10 Euro aus? Das sieht auch unfertig aus einfach. Als ob man so das Grundgerüst eines Kuscheltiers hergestellt hat, aber dann so keine Augenknöpfe rangemacht hat, keine Farbe in den Mund- und Nasenpartien verwendet hat und so weiter. Das ist einfach unfertig. Ein Prototyp, eine Rohfassung eines Kuscheltiers hier für 10 Euro, Alter. Ja, okay. Oh, ist das Chip, Alter, ja. Der Arme. Das ist stabil. Ich bin gespannt, ob ein Elektronikartikel hier drin ist. Eine Mütze! Was kommt als nächstes? Unterhosen von Mediamarkt oder was? Alter! Ach Mann, PlayStation-Mütze. 4,99 kostet die? Vor allem, die sieht voll klein aus. Das passt doch niemals auf seinen Wasserkopf, Alter. Ja, ja, 4,99. Eine richtige PlayStation Cap. Warum sind denn die Sachen heutzutage so billig, hä? Okay, ja, gut. Du meine Güte. Was haben wir hier? Das sind aber jetzt mal Lichterketten. Nee, was ist das, eine Kinderschere oder was? Digga, nicht euer Ernst. Oh, Bruder, ja. 2008 hat angerufen, die wollen ihre Hype-Spielzeuge wieder. Ein Fidget Spinner von Cars 3, Alter. Junge, Junge, Junge. Das ist ein verdammter Fidget Spinner. Digga, wenn ich das meinem 10-jährigen Sohn schenken würde, der würde mir das vor die Füße schmeißen und würde sagen, warum liebst du mich nicht mehr? Vater, was habe ich dir getan? Ja, das ist ja das allerletzte.
Wow. Heieiei. Gefahr der Tod, danke für den Subgift, was geht ab? Ey, ich raste komplett ab. Ein Cars 3 Fidget Danke, Spinner. Gates. Digga, also Fidget Spinner, das sind so Sachen, ja, damit hat so ein Rabe noch gespielt vor ein paar Jahren, ja, wo er noch Kind war, ne? Also so vor 3, 4 Jahren. Aber heutzutage kräht doch kein Hahn mehr nach, da kräht doch kein Rabe mehr nach. Mann, 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 ja. Klötenpeitscher, danke für dein Tier One, was geht ab? Also jedenfalls ist das hier so gebrandet mit Cars 3. Aber was hat denn dieser komplett grüne Fidget Spinner mit Cars 3 zu tun? Ja, aber Real Talk mal, ja, da ist ja gar nichts von Cars 3 drauf. Das macht da eher Sinn, dass es irgendwie so Shrek oder sowas, ja, wegen Grün, ne? Clever, clever, der Marketing, Maniac Marvin Texas hier wieder, ja? Unfassbar. Nee, nicht aufregen, einfach genießen. Einfach genießen. Oh, ist das etwa Technik? Der fünfte Artikel ist jetzt mal Technik oder was? Da ist ein Stecker dran und irgend so ein Seil. Ein Adapter. Okay. Das hier. Ein HDMI to SCART-Converter, Alter. SCART-Kabel to HDMI. Ich krieg doch die Krise, ja? Ist auf jeden Fall schon Gibt's jemanden noch, der irgendwas hat, wo ein SCART-Kabel reinpasst? Nee, ne? offen und Boah, die hat vor allen Dingen auch schon zurückgegeben, ne? Das sieht man direkt, derjenige hat das aufgeschnitten, das war das falsche Kabel, der hat es wieder zurückgegeben. Und deswegen ist das auch so lapidar hier eingepackt, ja? Das ist einfach Retour gewesen, das haben sie so, wie sie es bekommen haben, einfach in so eine Mystery Box reingeschmissen, anstatt das nochmal ordentlich professionell, ein bisschen fein, ja, gut fürs Auge nochmal aufzukordeln. Irre. Und auch ziemlich gewaltsam geöffnet, scheinbar. Das ist ein SCART zu HDMI-Adapter. Aber es ist doch gar kein SCART-to-HDMI-Kabel. Das ist doch hier einfach nur ein Stecker und dann ist da ein Kabel drinne zum Laden oder sowas. Oder bin ich komplett bescheuert? Das ist das Stromversorgungsgerät. Aber für was? Für den Adapter? Der braucht einen eigenen Stromanschluss oder was? Was ist denn das? Okay, HDMI zu SCART ist gar nicht mehr so dumm. Das habe ich halt auch mal benutzt, um. Ja, um deine alten Videokassetten mal nochmal anzuschauen, Bruder, aber come on, ja. Du kommst aus dem Osten, klar hast du noch Videokassetten, aber so Normalsterbliche haben sowas nicht mehr. Mit meiner PlayStation 2 live zu streamen. Da konnte ich nämlich Okay, auch wild. das Signal damit abfangen und zu HDMI machen und damit meiner Elgato sozusagen nutzbar machen. Das ist gar nicht mal so blöd, aber wer zum Teufel ist in meinen, so einer Situation, dass man SCART zu HDMI bringen muss? Also gerade heutzutage, Alter. Wisst ihr überhaupt noch, was SCART ist? Schreibt es gerne mal ernsthaft in die Kommentare, wenn ihr nicht wisst, was SCART ist. Ist ja nicht schlimm, jünger zu sein und den alten Kram nicht mehr zu kennen. Ich meine, gut, natürlich müssen in diesen Deluxe-Boxen auch Sachen sein, die halt Platz im Lager wegnehmen, aber Mann, ey, so ein Scheiß. Was ist denn das? Oh, mehr Spielzeug noch hier. Das ist ja Paw Patrol oder sowas. Skylanders Superchargers. Was? Skylanders Superchargers 1,99. Stark. Super, nee, Sky Slicer. Sky Slicer. Stark. Da kann man aber hier nochmal losdüsen hier heute. Skylanders Superchargers. Gott, ey. Ich kenne das nicht. Ist das irgendwie was Populäres unter Kindern, was Spielzeug angeht, oder habt ihr davon auch noch nie gehört? Also zumindest hier in Amerika nicht, weil das würde ich sonst wissen. Ich vermute mal Letzteres. Danke, Gates. Ja, das ist so eine Box, wo am meisten hier Spielzeug drin ist, ja. Ehrlich. Pussa, danke für der Prime. Schmarren. Oh, Sony MDR ZX110 AP Kopfhörer. Die sind mit Klinkenanschluss.
Ja, aber das ist wahrscheinlich auch eher minderwertig. Sind das nicht solche, die ich hier mir auch geholt habe? Sind das nicht meine? Die Stream-Dinger, natürlich in Schwarz halt, ne? Also die sind der Chöp seinen Urenkel. Gucke ich mal kurz nach, was die kosten. Ach, das ist, ich schätze mal 17,99. Nee, also wenn überhaupt, glaube ich so 29,99 oder sowas. 40 würde ich nicht sagen, Leute. Mann. Pink hätte ja auch gestanden. Ja, würde ich auch sagen. Mir steht Pink auch sehr, sehr gut. Ich habe ja auch das ein oder andere pinke Oberteil und das trage ich gerne. Ja, ich bin mir meiner Orientierung durchaus bewusst und habe dort auch keinerlei ja, Unsicherheiten und deswegen kann ich das tragen. Ne? ZX 1,1,0 14,49 ist die billigste, aber darunter 17,99. Naja, 17,99. Schlecht bin ich nicht. Die Version in Rosa kostet sogar 22,98. Junge, Junge. Ui. Das ist auf jeden Fall der Highlight-Artikel. Danach kommt jetzt nur noch Chöp. Ui. Na Mensch. Ach nee, Quatsch. Die Single-Version in Rosa kostet auch 14,99. Ich hab was verguckt. Ja, gut. Was schätzt du den Gesamtwert bis jetzt? Ne, das wird schon stimmen hier, dieses UVP, ja, knappen Huni. Aber es ist halt, also nur weil das halt so viel kostet, heißt es ja nicht, dass es irgendwie berechtigt ist, so etwas als Mystery Box zu verkaufen. Ja, zum Beispiel diese andere Mystery Box, die er hatte für 600 €, wo irgendwie drei Lichterketten drin waren, als Weihnachtsdekor im Februar oder im April war das, ne, wo er da dieses Unboxing gemacht hat. Das ist ja eine bodenlose Frechheit. Die waren, glaube ich, allein schon 200 € oder sowas. Und dann hat er da, glaube ich, noch ein Handy drin gehabt. Irgend so ein billiges. Und eine Druckerpatrone und irgendwelche Adapter. Und das war's dann halt, ja. Es ist wirklich, wirklich frech. Das ist bis jetzt mit Abstand der teuerste Artikel mit fast 15 €. Die Verpackung ist völlig beschmiert. Naja, gut, okay. Ist an sich was Sinnvolles. Ich habe nur leider kein Handy mehr. Was heißt leider? Ich habe halt kein Handy mehr mit dem Kopfhöreranschluss. Das ist jetzt. Ja, das ist natürlich auch die Frage, ne? Also, wo hast du denn selbst mein iPhone? Was ist das hier? Was ist das neueste iPhone? Das neueste ist 15, ne? Das glaube ich hier. Boah. 12? 11? 11? 12? Irgend sowas. Und selbst das hat keine Klinke, ja? Wüsste ich jetzt auch nicht, wo ich das hier anschließen sollte. 11 oder 12? Tüte ist leer. Alter, das war's! Das ist das Letzte, was ich jetzt hier gerade Ein Voltage Converter. Okay, krass, Alter. sehe. Und zwar. Ja, ich muss aber sagen, dadurch, dass die nur in Anführungsstrichen 59 € gekostet hat, ist man hier nicht so komplett fassungslos. Man kennt ja auch die ein oder andere Deutschrap-Box, die 59 € kostet, wo man dann auch nur Chip drin hat. Kennt er natürlich am besten auch. Deswegen sollte auch wahrscheinlich auch sein, ja, sein Shock-Value sich hier in Grenzen halten. Da haben wir hier einen Mobile Living Made Easy Cool Power 804K Voltage Converter 24 zu 12 Volt. Ja, das sind Sachen, die halt im Regal standen, ja, dort Staubfänger waren und die dann da reingepackt haben, weil sie genau wussten, als Einzelprodukt kauft das sowieso keiner. Stimmt, kein einziger Samsung-Artikel drin, oder? Eine Samsung-Tüte? Digga, das spielt ja wirklich mit den Gefühlen der Käufer, dieses Ding, ja. Und das ist nicht die erste Box, die mit den Gefühlen der Käufer spielt. Unfassbar, ja. Samsung-Produkt in der Mystery Box war die Samsung-Tüte. Ja gut, man kann das mal gebrauchen, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Ich bin jetzt bald 28, in einigen Monaten und habe das in meinem Leben noch nie vermisst. Ja. Die lachen sich doch ins Fäustchen, wenn die den sehen. Ja, glaube ich auch. Also es ist natürlich eine geile Art und Weise, irgendwelche Ladenhüter, ja, irgendeinen Ramsch noch an irgendwelche Idioten zu bringen. Das ist natürlich der Hammer, ja. Fassen wir noch mal alles zusammen.
Ich bin wirklich sauer. Weil das hat mich hier alles gemacht. Hier ist ja nichts drin, was ich auch jemals irgendwie ansatzweise gebrauchen könnte. Herrlich. Na wieso? Viel Spielzeug drin hier. Kannst ein bisschen spielen, Junge. Wir haben diesen Konverter da, fürs Auto halt. Autobatterie hat 24 Volt und nutzbare Geräte irgendwie 12 scheinbar. Ja, kann nutzbar sein. Ein HDMI zu SCART-Adapter oder andersrum. Dieses Spielzeug Raumschiff. Eine Playstation. Das Geld hätte er lieber in den Automaten gesteckt, ja, safe. Bis ein paar Umdrehungen, ja, ein paar Freispiele und schon, ja, vielleicht verdoppelt. Aber so ist einfach alles weg. Station Cap. Dieses Sony-Kopfhörer. Ja, das stimmt. Atlas macht wenigstens noch Plus damit, dadurch, dass er Content draus macht. Denkt mal an die armen Seelen, die das kaufen, privat. Ja, also nicht für einen Content, ja, so im Sinne von, ein Social-Media-Experiment oder sowas. Danke, Gates. Es gibt ja Leute, die das sehen, so bei Mediamarkt da rumliegen, denken sich, oh, nur da gucke ich mal rein. Das nehme ich mal mit hier. Ted, danke für den Tube. One cheer. Hallo Martin, Ibiza, Max ist 28 und du 39. Mitbekommen, dass King Jay-Z wieder frontet, möchte nur Fitness stiften? Nee, habe ich nicht mitbekommen. Ein Cars 3 Fidget Spinner. Das ist auch die größte Frechheit hier, ja. Nix sagt der Cars 3, außer die Verpackung. Ein Pokémon-Plüschtier. Und ein Medium. Ja, der hat sehr viele Geburtstagsgeschenke, die er hier auf Joke-Basis verschenken kann, ja. Vor allem das Sparschwein hier. Max, ich wünsche mir zum Geburtstag, dass du mir dieses Sparschwein hier schenkst. Das kriegst du direkt um die Ohren geschmissen. Brinkhofs Number One, danke für den Tier 1. Max Sparschwein. 59 Euro wurden noch nie so gut investiert. Wahnsinn. Ja. So sieht ein Mann aus, der gerade eine Investition getätigt hat, auf die er hundertprozentig stolz ist und hinter der er zu 100% steht. Also im Puff, im Casino und auch in jedem anderen Unterwelt. Danke, Gates. Ach, fickt euch doch einfach an. Schönes Schlusswort hier eines sehr, sehr schönen Videos von einem sehr, sehr schönen Mann. Grüße gehen raus. Ich bin natürlich gespannt auf die nächste Mystery Box. Wo hat er sie? Hier. Für 145 Euro. Natürlich auch ein Schnäppchen. Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, die ist nicht so lichterkettenarm wie diese Box hier. Man muss natürlich auch sagen, Lichterkette für 59 Euro ist natürlich auch viel verlangt. Ja. It's a far stretch, my man. Die Lichterketten sind nur bei den bei den Big Budget Boxen dabei, ja. Natürlich kommen wir hier mal bei 59 Euro hier. Kommen wir natürlich ja nicht mit einer Lichterkette um die Ecke. Na, das ist ja klar.